Hallo Leute, ich grüße euch heute am Mittwoch, dem, da muss ich doch glatt mal gucken, dem 3., na, ist, stimmt das auch? Jo, dem 3. August 2022 und klappt mal hoch hier für euch und Kappe ab. Ja, ach, es gibt zu erzählen, es gibt zu erzählen. Achtet mal auf die beiden da rechts, seht ihr die? Die da, ich fahr mal rüber so, ne? Ihr seht die beiden da, ich meine, man sieht ja keine Gesichter, die beiden sehen ja aus wie so Controlettis, ne? Und ja, von denen erzähle ich jetzt kurz als erstes, weil die waren gerade bei mir am LKW. Und naja, die sahen irgendwie ziemlich förmlich aus. Und aber ich habe schnell gemerkt, wo der Hase langläuft. Ich dachte erst irgendwie, was weiß ich, die wären von so einer Art Gewerkschaft. Also es gibt ja immer Leute, die über die Rastplätze ziehen und die ausländischen Kollegen über ihre Rechte aufklären. Und ja, aber das war nicht der Fall, sondern sie gehörten diesem berühmt-berüchtigten Verein an, Zeugen Jehovas. Ich meine, ich muss sagen, zwei, ja, wenn ich jetzt sage, ältere Herren, würde ich mich ja irgendwie jetzt jünger machen, als ich in Wirklichkeit bin. die waren so in meinem Alter, ne? Aber sie waren so, ja, klassisch gekleidet, ne? Die elastische beige Hose, das gestreifte Hemd mit Krägelchen und so. Und ja, die suchen Schäfchen, ne? Auf dem Rastplatz, du Scheibenkleister. Ja, und das hat mich jetzt richtig Zeit gekostet, also bestimmt 20 Minuten habe ich mich mit denen da bepackt. Aber okay, muss auch mal sein, ne, habe ich so gedacht. Ich meine, ich habe zu ihnen gesagt, ich wäre LKW-Fahrer und Motorradfahrer und dadurch natürlich einem etwas höherem Risiko ausgesetzt, dass ich mal einen Unfall habe. Und wenn ich dann einen Unfall habe und viel Blut verliere, dann möchte ich schon eine Bluttransfusion haben, ne, wenn es möglich ist. Und dann sollte nicht darauf verzichtet werden aus religiösen Gründen. Ja gut, sie haben mir dann erklärt, Blut ist heilig und es gibt ja Ersatzstoffe. Und der eine hat er mir gezeigt, einen Organspenderausweis. Da war ich richtig erstaunt, weil ich habe gedacht, das geht bei denen auch nicht. Und dann habe ich gesagt, und dann gibt es noch eine Sache, die mir bei euch nicht gefällt. Das ist, ihr feiert nicht. Ich bin zwar jetzt nicht der absolute Feierbär, also ich sag mal so, nein. Ist nicht so, dass wir jetzt jedes Wochenende auf Tour sind in der Diskothek oder sonst was. Aber es haben natürlich Geschwister geheiratet, es haben Geschwister schon mal Geburtstag oder irgendwie ein bekannter Verwandter. Und dann geht man da hin und dann wird dann eben gefeiert. Und da sagten die mir, und da war ich auch erstaunt, dass sie sogar Alkohol trinken, aber in Maßen. Das Einzige, was sie nicht feiern, ist Geburtstag und Weihnachten. War natürlich ganz interessant, weil da war ich also im Irrglauben. Ich habe gedacht, die feiern überhaupt nicht. Das ist bei denen, ja, ob das immer so verboten ist. Ja doch, verboten, verpönt, keine Ahnung. Ja, naja, die glauben eben daran, dass man wiedergeboren wird und dann auf einer Welt, die im Paradies ist, eben ewiges Leben. Da ging es darum, was eben nach dem Tod ist, und da habe ich gesagt, ich habe da meine ganz eigene Meinung. Ne? Ich sage, man schläft jetzt einigermaßen beruhigt ein, weil man wieder aufwacht, aber irgendwann schläft man eben ein für immer. Und ich sage, wenn das Gehirn tot ist, dann ist tot, dann gibt es keine Empfindung, nichts mehr. Ne? Da kann das Huhn ohne Kopf ruhig rumspringen, aber Sophie, ja, das ist ja jetzt, also zu Beginn meines Urlaubs haben wir ja die Masthühner weggeschachtet und es passiert immer mal wieder. Also früher habe ich ja die auf so einem
Holzklotz mit der Axt kurzerhand geköpft. Aber da mir das irgendwie zu brachial war, habe ich mir dann irgendwann mal so ein Bolzenschussgerät zugelegt. Und jetzt gibt es immer den Bolzenschuss. Und dann sind die eigentlich, also das Mindeste ist, dass sie voll betäubt sind, wenn nicht sogar schon tot. Und dann wird ratzifatzi der Kopf vom Rumpf getrennt. Und bei den Hühnern ist das immer extrem mit diesen Muskelkontraktionen im Nachhinein und der ganzen Bewegung. Also da ist mir das Huhn doch echt entglitten. Und dann rannte das da ohne Kopf rum und ich musste es quasi wieder einfangen. Nein, während es da rumrannte, pumpte natürlich aus der offenen Halsschlagader das Blut. Also das war schon, aber ich habe ihnen gesagt, also tot ist tot. Ich habe halt genügend damit zu tun. Ich habe Hunde schon über die Brücke begleitet. Wenn das Herz steht, ist Feierabend. Nein. Naja, aber auf jeden Fall habe ich mich mit den beiden Jungs behängt, ein bisschen diskutiert. Ich habe auch gesagt, wenn ich Zeit hätte, würde ich auch gerne, ich bin schon jemand, der gerne auch mal irgendwas diskutiert oder so. Ich habe dann so gesagt, naja, wenn ich jetzt mehr Zeit hätte, würde ich das auch mit ihnen ausdiskutieren, aber ich sage, ich bin LKW-Fahrer, hier sage ich, die Zeit läuft halt, ne? Und die waren ganz nett. Und an der Haustür muss ich sagen, da, irgendwie wieder ein Problem, die Polizei bremst alles ab. Naja, wie gesagt, an der Haustür bin ich mit denen immer ganz schnell fertig, kein Interesse, bumm, Tür zu. Meine Frau, die hat ja eine, ich weiß gar nicht, ob das eine Verwandte von ihr ist oder eine Verwandte von ihrem Ex-Mann oder was. Irgendwie ist da auf jeden Fall eine Frau. Nochmal Feuerwehr. Das ist schon die zweite Feuerwehrpolizei, die, keine Ahnung, was hier los ist. Naja, auf jeden Fall, die schickt uns auch immer wieder Briefe. Ja, die sind ja unermüdlich, diese Zeugen Jehovas. Andere würden auch sagen penetrant. Ich kann mich erinnern, die haben einmal so ein Ding geschickt, da hieß es dann, ja, man müsse nur mal das Pferd betrachten, was das, also das Skelett des Pferdes, was das für eine Ingenieursleistung ist, die könnte kein Mensch vollbringen, ne, das muss eben göttlich sein und so und weißt du, und das mir, dem ich, ja, der zwar unter dem, wie soll ich jetzt sagen, Evangelismus geboren ist, also als Evangelischer geboren, getauft, konfirmiert, aber vor 30 Jahren oder so aus der Kirche ausgetreten, ja, für über 30 Jahren und ich habe mich im Laufe der vielen Jahre immer mal für die eine oder andere Religion so ein bisschen interessiert und mal mir Sachen angelesen und so und nein, ich habe dem klipp und klar gesagt, ich sage, wissen Sie, woran ich glaube? Ans Leben und an mich selber. Feierabend. Aber ist schon irre, dass sie jetzt sogar über die Rastplätze ziehen, ne? Ich kam gerade zurück zum LKW, gerade rein und war gerade dabei an der Kamera zu fummeln, da standen die auf einmal hier unterhalb von der Tür und ich meine, mit ihrem Aufzug und ihrem Täschchen, die sehen schon aus wie so Beamte. Da habe ich auch gedacht, was ist denn die jetzt, BAG Zivil oder was? Ach, nee. Aber das ist jetzt nur so eine kleine Nebengeschichte. Wie gesagt, die musste jetzt kurz loswerden, weil die jetzt so frisch war, weil die Jungs da bei mir am Wagen waren. Ansonsten, ach, die haben keine Ahnung. Wir sind eben Bibelfest. Ja, ich sagte ja, es gibt viel zu erzählen und es gibt wirklich viel zu erzählen. Habe ja auch schon mit meiner Frau telefoniert und die hat heute Morgen Osthessen News aufgemacht
Und ist dann direkt auf eine Unfallmeldung gestoßen und war dann schon leicht geschockt und hat schon gedacht, oh, ob ich da in irgendeiner Form mit irgendwas involviert bin, aber nein, bin ich nicht. Aber ich kann euch sagen, ach nee, kaum spricht man vom Deibel. Das muss ich jetzt. Und er, ey, krass, der überholt jetzt hier oder was? Im Überholverbot vor den Augen der BAG? Nee, ne? Das ist jetzt nicht wahr. Das ist jetzt nicht wahr. Aber soweit ich weiß, interessiert dir das nicht, ne? Ich meine, er könnte jetzt auch sagen, er ist rausgezogen, um die reinzulassen, aber er hätte sich das ja mit dem Überholen sparen können. Ach, jetzt krabbeln wir natürlich hinter denen her. Ja, aus 12.17 Uhr oder was weiß ich, da ist jetzt 12.43 Uhr geworden. Also die Zeugen Jehovas, die haben mich echt eine Stange Zeit gekostet. Naja, aber irgendwie ist es auch egal. Heute ist sowieso draußen 28 Grad schon. Merke ich natürlich hier drin nichts von. Schön entspannt. Naja, 20. Ich muss mal gucken, wenn es mir zu kühl wird, gehe ich auch wieder einen Grad hoch. Ja, aber ihr seht, ne, BAG reagiert nicht darauf. Also was ich jetzt nicht gebrauchen könnte, wäre, dass die mich jetzt rausziehen zum Kontrollieren. Ey. Mann, da hätte ich ja überhaupt keine Böcke drauf, weil ich ja heute sowieso... Ja gut, ich bin einmal durch diese Zeugen Jehovas jetzt ein bisschen verspätet dran, aber was sie hier für eine riesen Baustelle aufmachen, ne? Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, was die hier vorhaben. Dass sie da so viele Silos aufstellen und so. Ich dachte erst, den ganzen Acker haben sie da weggemacht, um sich da breit zu machen quasi. Ich habe schon gedacht, naja, vielleicht machen sie auch einen Parkplatz dahin oder so. Na. Ja, und wir sind wieder in unserer allseits beliebten Baustelle, ey. Mann. Aber der von der BAG, überholt hier nicht. Der ist sich schon darüber im Klaren, wohl. Dass er breiter ist als erlaubt. Würde ich mal von ausgehen. Ja, nochmal 4 Minuten drin, ey. Naja, egal. Ja, ich bin auch heute Morgen, das auch nur als Randbemerkung, bin ich auch schon wieder über Karlsruhe-Durlach gefahren. Über die erlaubte Strecke natürlich, ist ja klar. Hab die Rechnung auch immer noch nicht von dem anderen. Nee, ich bin über die erlaubte Strecke B3 da, Kompletti. Weil das da in Karlsruhe total zu war. Puh, hier ist was los, ey. Und hier haben wir hier nochmal so einen Riesenplatz für den ganzen Abraum. Wahnsinn. Er bringt ja eine Fuhre Schotter nach der anderen. Mit den drei Achsen. Ja, schon. Ich muss mir noch mal ein Schlückchen Kaffee einkippen. Echt, da kommen die schon an LKW. Ich kenne sie ja nur von der Haustür. Die kamen, glaub mir, ich kenne die schon als Kind. Als Kind, als kleiner Köttel von
von 5-6 Jahren. Ja, genau. So lange kenne ich schon die Zeugen Jehovas. Und zwar war das, oh, jetzt muss ich mal kurz gucken, hier ist irgendwie die Möglichkeit, ein bisschen einzusparen. Ah, da sagt er in 3,6 Kilometer raus. Ja, okay, dann ist das so. Werden wir das auch tun. Wieso natürlich der Kerl da vorne jetzt, weil er die BAG hinter sich hat, 60 fährt, kapiere ich nicht. Hier ist 80, da kann man auch 80 fahren. Er macht sich jetzt in die Hose oder was, ey? Mann, das ist doch Bullshit, ey. Das ist doch echt. Also ich finde, der macht sich doch schon verdächtig. So, kannst du sagen, was du willst. Ich würde da PIN 80 fahren, ohne Probleme. Oh, weil echt, der fährt hier, ich weiß gar nicht, was das. Was war das denn? Hier mir ein Tier mir eingefangen hier. Ja, ich weiß auch nicht, was das soll. Ey. Mann, Alter, mach dir doch nicht ins Hemd. Hier ist doch 80. Da kannst du doch mal ein bisschen schneller fahren. Ja, ich glaube, der schickt uns. Warte mal, wir gucken mal. Ja, der schickt uns wieder zu 6 rüber. Gibt's wieder irgendwelche Probleme? Probleme heute. Ja, aber ich habe ja noch eine richtige krasse Geschichte zu erzählen. Ganz aktuelle Geschichte. Und zwar heute Morgen. Ich normal aufgestanden, zur Firma gefahren, alles klar. So, jetzt muss ich sagen, der eine oder andere hat vielleicht ein Bild vor Augen, also diejenigen, die schon länger mitfahren. Und zwar, ich rede jetzt auch, ich tue jetzt auch mal, als wenn ihr es wisst, wenn ich, was ich ja eigentlich nicht, also was ich wohl immer mache, aber nicht freitags, wenn ihr dabei seid. Ich fahre ja eigentlich immer durch. Ich fahre ja Alsfeld Ost nur raus, wenn es Probleme am Kirchheimer Dreieck gibt. So, und wenn man also durchfährt, also Alsfeld Ost nicht rausfährt, dann kommt man ja Niederaula da runter, die Autobahnabfahrt, und dann fährt man ja rechts unter der Eisenbahnbrücke durch. Nee, was erzähle ich, unter der Autobahnbrücke durch, und dann ist ja ein Stück weiter, geht es da links rein zur Firma. Und ich komme also heute Nacht angefahren, fahre so auf die auf die Autobahnauffahrt zu, also unter der Autobahn, erst kommt eine Eisenbahnbrücke, da fahre ich drunter her, und dann kommt ja die Auffahrt zur Autobahn, an der ich ja vorbei muss, um erstmal zur Firma zu fahren, auf den LKW zu gehen und dann hinterher wieder dort auf die Autobahn aufzufahren. So, und da sehe ich schon aus etwas weiterer Entfernung, sehe ich schon Blaulicht. Und da habe ich so gedacht, ist da wieder ein Schwertransport, denn es kommt immer mal wieder vor, dass unten am Ende auf der B62, also, jetzt muss ich gucken, jetzt müssen wir runter, dass da ja BF3-Fahrzeuge stehen oder auch Polizei, je nachdem. Und zwar nehmen die da dann immer Schwertransporte, die von der Autobahn kommen, in Empfang und begleiten die dann für die Überlandstrecke. Und da dachte ich also, wie gesagt, im ersten Moment da ist wieder ein Schwertransport. Und komme näher und sehe dann aber, dass irgendwie die gesamte Straßenbreite, also da sind, sehe ich irgendwie Feuerwehrleute und so, dass es irgendwie zu ist. Ja, man muss erkennen, es ist gesperrt, es ist überhaupt kein Durchkommen, also weder geradeaus, auch nicht, indem man kurz reinfährt, um die Insel rumdreht, und nichts war drin. Ich musste also, warum? Ich sehe, dass dort ein Sattelzug der Länge nach quer über die B62 liegt.
umringt natürlich von Feuerwehr, Bergungsleuten und so weiter. Und da denke ich, oh, da und ein Sprinter habe ich gesehen, der vorne schwer eingedrückt war. Und da habe ich so gedacht, oh, ob da wieder einer runtergekommen ist von der Bahn, hat sich verfranst, wollte drehen und ist dann mit dem zusammengeprallt oder was. Also für mich war jetzt nicht ganz genau klar, wie das da passiert ist. Ich habe nur gesehen, dass da was passiert ist. Jetzt stand ich insofern unter Druck, hinter mir ein, zwei Sprinter, die auf die Autobahn auffahren wollten. Und ich war jetzt im Überlegen, ich war jetzt, ja, drehen konnte ich nicht mehr. Also wenn ich es gekonnt hätte, hätte ich da auf der B vor der Unfallstelle gedreht, wäre zurück nach Niederaula in den Ort und wäre dann, ja, diese Umgehung, diesen Schleichweg gefahren. Was heißt Schleichweg? Das ist eben eine sehr schmale Straße halt, ohne Mittellinie, die über die Dörfer geht und wo man dann letztendlich auch über diesen Weg zur Firma kommen kann. Aber ich konnte ja nicht. So, ich musste jetzt gezwungenermaßen auf die Autobahn, da habe ich kurz überlegt, Richtung Fulda, Richtung, nee, komm, Richtung Hersfeld. Ich also Richtung Hersfeld aufgefahren, bin dann Kirchheim wieder runter, über die Landstraße nach Kirchheim von, das heißt, nein, in Kirchheim runter, über die Landstraße von Kirchheim nach Niederaula in den Ort und dann allerdings eben den Schleichweg benutzt und dadurch halt die Unfallstelle umgangen und schon den Gedanken im Hinterkopf, naja, da musst du dann gleich über die 62 fahren, um auf die Autobahn zu kommen, weil da kannst du nicht auffahren, das wird noch Stunden dauern. Und ich fahre dann so bei uns auf den Hof und dann mache ich das ja immer so, ich fahre ja immer mit dem Pkw bis vor unser Tor von der Werkstatt, stell da den Wagen ab, habe ja einen Schlüssel für die Tür dort, gehe da rein, hol mir meinen LKW-Schlüssel und guck, ob da noch Papiere für mich sind oder irgendwelche Informationen und begebe mich dann mit meinem Pkw zum LKW, pack meine Sachen da rein, bring dann meinen Pkw auf den Pkw-Parkplatz und lauf dann wieder zum LKW und mach mich halt fertig. So, jetzt fahre ich also vor die Halle und steig aus und bin gerade dabei, so die Tür aufzuschließen. Da kommt ein Mercedes-Kombi angefahren und ich denke noch so, Mercedes-Kombi, weil man kennt so die Autos der Kollegen halt, ne? Und ich glaube, kein Kollege hat einen Mercedes-Kombi und da sehe ich aber auch schon das Kennzeichen und sehe, ist der Wagen vom Chef. Und mein Chef steigt da aus und ich so zu ihm, ich sage, hör mal, was machst du denn hier? Das ist doch gar nicht. Und dann um die Uhrzeit, ne, 2:30. Und sagt dann so im gleichen Atemzug, ja, ich musste auch einen Umweg fahren, da vorne liegt ein Sattelzug quer. Und er dann nur so ganz ruhig und trocken, ja, der ist von uns. Ich sag, was ist los? Nein. Ja, sagt er. Er wäre jetzt am Überlegen, wo er mit dem Zeug hin soll, mit der Ladung. Naja, und dann sprach er erst von Achsen, hat sich dann aber korrigiert und meinte Rohrquerträger. Ja, was ist passiert? Was ist passiert? Es gibt ja immer montags, mittwochs und freitags den zweiten LKW nach Gaggenau. Und es müssen ja dann auch immer zwei Auflieger kommen ja dann auch von Heiligenstadt. Und mein Auto war ja jetzt da, geladen alles, so. Und um 22 Uhr ist das nämlich schon passiert. Also selbst vier Stunden, nein, nicht vier, das war jetzt 22 Uhr. Ja, doch, vier Stunden später war im Grunde, gut, die Verletzten waren weg, aber so war noch die ganze Unfallstelle vorhanden. Auf jeden Fall, so, ich muss mal kurz hier gucken, ja, alles klar. Meinte er nur, ja, ich muss mal gucken, wo ich das Zeug hier lagere, ne? Und zwar war es also so, mein Kollege kommt von Heiligenstadt
Und zwar, es gibt ja zwei Leute, die sich auf einem LKW abwechseln. Das ist einmal der Kollege, der mit mir mal Motorrad fahren will, und dann eben ein anderer. Die beiden kennen sich schon lange. Die haben mal 10 oder 20 Jahre in einer und derselben Firma gearbeitet. Und die sind auch zusammen bei uns auf einem LKW und wechseln sich halt ab. Und der Motorradfahrer, der wäre heute eigentlich mit dieser Ladung nach Gaggenau gekommen. Und sein Kollege, der ist gestern nach Heiligenstadt. So, der kommt von Heiligenstadt, fährt von Niederaula Richtung Niederjossa, also in Richtung Firmensitz. Und es sind ja von da aus nicht mal mehr ein Kilometer bis zur Firma. Vielleicht sogar noch 500 Meter. Und er fährt und da kommt von der Autobahn ein Sprinter runter und meint, er müsste noch vor ihm durchziehen, rammt ihn, der LKW gerät dadurch ins Kippen, kippt und rutscht noch ein Stück über die Straße. Und da gibt es einen Augenzeugen, also das hat meine Frau mir vorgelesen, einen Augenzeugen, der da mit seinem PKW lang kam, der hat nur gesehen, wie vor ihm quasi der LKW kippt und er drauf zufährt, und er wusste nicht, ob er schafft, und er hat das so geschildert gegenüber den Reportern. Er hat sich die Hand über die Augen gehalten wegen Splitter in den Augen und ist aber dann zum Glück doch noch rechtzeitig vor dem LKW zum Stehen gekommen. Ja, mein Kollege, der auf dem LKW saß, wie schwer, also nicht schwer verletzt, wohl leicht verletzt oder verletzt, sage ich mal, ist im Krankenhaus. Der Fahrer von dem Sprinter schwer verletzt, weil der war auch eingeklemmt, den musste er erstmal befreien. Mein Chef, so zwar äußerlich ruhig, innerlich, denke ich mal, hat er gebrodelt, aber was will er machen? Er hat sich dann unseren Schlepper, wir haben ja so einen Schlepper, Trecker, Bulldog, egal wie man es nennt, unseren großen alten Anhänger, mit dem immer so nahverkehrstechnisch halt so die Rohre transportiert werden, die wir so auch für die benachbarte Edelstahl, Edelstahlrohrfirma lagern. Und ja, er hat sich also diesen Schlepper und den Hänger geschnappt und ist dann dahin gefahren, weil es jetzt galt, es erstmal die Ware, also den Auflieger zu entladen. Vorher kann man den ja gar nicht aufrichten mit dem Kran. Und ja, er ist dann eben dahin und ich bin dann über die B62 nach Alsfeld-Ost auf die Bahn gefahren und mit, sagen wir mal, 10, 15 Minuten Verspätung in Gaggenau eingelaufen. Einfach nur der Wahnsinn, ey. Da sieht man mal wieder, wie schnell es einen erwischen kann, auch ohne, dass man irgendwie einen Fehler macht oder Schuld daran hat. Ja, es kann einen jederzeit erwischen. Das ist schon, ja, ist schon eine heftige Nummer. LKW natürlich total kaputt. Also meine Frau sagt, da wären ziemlich heftige Bilder im Internet. Könnte man sich auch anschauen. Eben da unter Osthessen News und dann Unfall Niederaula. Es ist unsere schwarze Zugmaschine gewesen, die wir vor gar nicht so langer Zeit, die der Chef erstmal eingekauft hat. Er hat ja so eine schwarze und so eine graue eingekauft. Ja, die wird wohl, ich denke mal, weil das ein Gebrauchter ist, der wird wohl platt sein. Der Auflieger, der wird kaputt sein, ganze Plane aufgerissen und so. Naja, man muss sehen. Also der Schaden könnte schon in den sechsstelligen Bereich reingehen. Allein schon wegen der Ware. Also so wie ich jetzt gehört habe, werden alle Rohre, alle Rohrquerträger, die in dem Unfall verwickelt sind, also kaputtgeschrieben. Und die Gestelle, die auch sehr, sehr teuer sind, ich denke mal auch, dass sie die kaputt schreiben. Zumindest müssen die geprüft werden. Die müssen messtechnisch überprüft werden, weil das ganz, ganz wichtig ist, dass die präzise sind, dass die Teile dort präzise drin sitzen, weil ja
bei einigen Bearbeitungsstationen die ganzen Gestelle reingestellt werden und dann, ich sag mal, der Roboter sich die einzelnen Teile da wegnimmt, und dafür muss das natürlich alles passgenau sein. Absolut Hammer, absolut Hammer. Es müssen wohl auch, als ich noch in Gaggenau war und das erste Mal eingegeben habe, hier Heimatort, müssen wohl noch auch Aufräumarbeiten stattgefunden haben, weil ich hatte eine halbe Stunde Verzug drin, aber das Navi bot mir natürlich dann an, über Alsfeld Ost zu fahren, und dann war die halbe Stunde weg halt. Nee, das ist richtig, richtig, richtig krass. Also, es ist ja schon mal in diesem Jahr ähnlich kann man nicht sagen, aber in dem Ort Niederaula ein Unfall passiert. Da hat ja eine Frau aus der Einfahrt rauskommend, also da ist eine Ausfahrt von einer Tankstelle und Supermarkt, und die Frau, die voraus, 5 Meter vor meinem Kollegen, der hatte überhaupt keine Chance, und dann ist er da voll reingerammelt. Das ist ja auch schon eine Sache gewesen, die in diesem Jahr war, ein Unfall, wo auch wieder unser Fahrer nichts für konnte. Ihm wurde einfach knüppelhart die Vorfahrt genommen. Und auch hier heißt es im Text, der Sprinterfahrer hat den LKW übersehen. Wie der den übersehen konnte, weiß ich auch nicht. Sieht fast aus, als wenn da ein Kollege kommt. Aber ich glaube, das ist der Kollege, den wir... ja, den wir nicht so grüßen. Ja, den wir halt nicht grüßen. Und der mich auch nicht grüßt. Ja... also da war für meinen Chef die Nacht gelaufen, und der Kollege, der normalerweise runtergefahren wäre als zweites Auto, ich vermute mal, dass er ihn angerufen hat und gesagt hat, kannst im Bett liegen bleiben. Oder er hat gesagt, komm vorbei, kannst aufräumen helfen. Ich weiß es nicht. Vielleicht werde ich noch ein bisschen was erfahren, wenn ich nachher in der Firma bin. Kommt drauf an. Ja, ich sag mal so, nächste Woche wäre eigentlich, also ich denke mal, der Kollege, der im LKW saß, der wird mindestens diese Woche, wenn nicht sogar noch die nächste Woche ausfallen. Der wird schon Prellungen haben, wenn man sich vorstellt, dass der LKW kippt auf die Beifahrerseite. Klar hält dich der Gurt, aber du stößt ja überall an. Eventuell haust du mit dem Kopf gegen die Scheibe oder so. Also Schock wird er auf jeden Fall haben, wenn nicht sogar... ja, ich sag mal, Gehirnerschütterung oder so, ne? Ja, ist schon eine krasse Nummer, also wirklich. Ich bin ja froh, ich habe ja erst gedacht, jetzt stehst du da im Stau und kommst da nicht mehr weg, aber so konnte ich es ja noch regeln. Und ich meine, es ist auch im Sinne vom Chef, ne? Er will natürlich nicht, dass wir da rumhampeln, sondern wenn die eine Tour schon platzt, weil dieser Unfall passiert ist, dann will er wenigstens, dass die anderen Touren sauber und glatt laufen. Also was macht man? Man macht sich auf den Weg. Ich will nicht sagen, so als wenn nichts gewesen wäre, aber man macht sich auf den Weg. Habe ich gerade überlegt, aber klar, ich nehme euch wie gehabt mit bis Schäferborn. Fertig. Wir haben Mittwoch und dann läuft das so. Ja, wie gesagt, das ist so etwas nach 22 Uhr passiert, und ich bin ja dann um 2.15 Uhr, also eben wie gesagt 4 Stunden später da vorbei. Da waren natürlich keine Krankenwagen mehr, aber da waren auch eben Feuerwehr und Polizei. Und naja, ich sag mal so, mein Chef, der erstmal mussten die ja alles klären und so, und dann, keine Ahnung, hat mein Chef sich dann fertig gemacht und ist dann mal rumgekommen, um sich da um alles zu kümmern halt. Ne? Echt. 66 fährt er hier. Was das soll, weiß ich auch nicht. Was ist das für einer? Österreich.
Österreich. Ha, die beiden Zeugen Jehovas. Sagt er zu mir, sprechen Sie Deutsch? Ich sage zu ihm, ja, und ich glaube sogar sehr gut. Weil, ja, man wüsste ja nicht und so. Und viele würden eben kein Deutsch reden. Und dann sagt er, ja, eventuell sogar besser als ich. Und da ich gehört habe, dass er Akzent hat, ja, also ich würde sagen, ich tippe mal auf Osteuropa irgendwie, habe ich gesagt, ja, das kann schon sein. Ich würde das ja jetzt nicht von mir behaupten, aber ich sage, das kann schon sein. Naja, ja, das ist, die glauben eben an Gott, die glauben an das, was in der Bibel steht. Ja. UK, United Kingdom, ein Pärchen. Jeder fährt für sich. Ja, das ist schon heftig, heftig. Aber es gibt noch was zu erzählen, außer diesem Unfall. Und zwar von Montag, ja, am Montag. Am Montag bin ich ja zum ersten, also wir haben so, es gibt ja so eine sogenannte Bodero-Nummer, das ist eben so eine Buchungsnummer und die musst du unbedingt haben, sonst geht da gar nichts, ja, mit dem Entladen und oder mit dem Laden halt. So, und mein Disponent, der holt immer für 4 Tage die Boderos rein. Er kriegt sie aus irgendeinem Grund nicht für 5. Mittwochs oder so oder donnerstags reicht er mir dann immer den Schein für Freitag nach. So, und da gibt es jetzt neue Zettel. Die an dem Freitag vor meinem Urlaub hat er die zum ersten Mal gezeigt. Ich sage, naja, ich bin ja nächste Woche im Urlaub. Aber dann stand ja der Kollege, der mich vertreten sollte, neben mir. Ich sage, hier, neue Zettel. Aber wie gesagt, es stehen im Grunde die gleichen Daten da drauf, nur ein bisschen anders angeordnet, ein bisschen fetter gedruckt und so. Allerdings sah ich, zumindest bei mir jetzt am Montag, dass da ein Zeitfenster drauf stand, was ja gar nicht mein Zeitfenster ist. Da stand was von 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr oder so. Und mein Zeitfenster wäre ja 6.30 bis 7.30. Aber ich habe mir halt gedacht, da kann stehen, was will. Du fährst ganz normal runter, machst deinen Job und fertig. So, jetzt bin ich in der Leitstelle drin. Und sagt der Typ da zu mir, habt ihr schon die neuen Bodero-Nummern? Oder den neuen Bodero-Zettel? Ich sage, ja, hier. Habe ich. Ich sage aber für mich heute am Montag das erste Mal, dass ich den im Einsatz habe. Ja, sagt er, sie hätten da so ein neues System mit SMS-Benachrichtigung und es gäbe jetzt immer pro Werkhof, also so und so viele Stellplätze und das System würde das immer registrieren, wie viel drin sind und wenn voll ist, ist voll, dann kriegst du keine Einfahrtgenehmigung. Ich sage, ja, aber wo ist jetzt das Problem da? Ja, sagt er, da hätten die aus Versehen bei dem Hof, wo ich jetzt bin, ja, nur einen Stellplatz festgelegt, ja. Und dann haben sie aber, und dann war wohl richtig Tohuwabohu letzte Woche, also dass meine Kollegen da echt gestanden haben und haben gesagt, ey, was ist denn hier los? Und dann haben sie irgendwie gemerkt, dass es totaler Blödsinn ist mit einem Stellplatz und haben es dann geändert auf drei Stellplätze. Was ja auch absolut Sinn macht. Vor allen Dingen, ich werde jetzt versuchen, dass sie das nochmal ändern auf 4 oder 5 Stellplätze. Denn gestern war es zum Beispiel so, da waren 2 Schrottis da. Einmal Abrollcontainer, einmal Absetzcontainer. Dann war ein Nahverkehrsfahrer da mit dem Sattelzug, der aber
weiter hinten auf dem Hof seine Be- und Entladetätigkeit macht. Dann war der Werksfahrer da mit seinem Dreiachser und ich war da. Also es waren im Grunde 5 Fahrzeuge auf dem Hof, die alle ihren Job gemacht haben, ohne sich gegenseitig zu behindern, zu behelligen und so weiter. Und deswegen müssen die das auf 5 erweitern, weil sonst kann es nämlich passieren, da sind die beiden Schrottis drin und der Werksfahrer und dann geben die mir die Einfahrt nicht frei, weil die sagen, der Hof ist voll. Was aber totaler Quatsch ist. Ich meine, ich komme da seit, im Oktober werden es 5 Jahre, die ich da hinfahre, ja. Da muss mir noch keiner mehr irgendwas erzählen. Der eigene Fahrer von denen, der Werksfahrer, sagt nur andauernd was Neues und nichts wird besser. Genau so ist das. Und noch jemand hat gesagt, naja, da sind da irgendwelche Ingenieure aus Rastatt, die, wo ja schon längere Zeit Kurzarbeit ist oder was. Und die hätten dann, auf gut Deutsch gesagt, aus Langeweile da mal eben so eine App da gebastelt. Ne, und sind aber die absoluten Sesselpupser, Theoretiker, ja, haben überhaupt keine richtige Ahnung vor Ort, was da geht, was da nicht geht und wie das läuft und so, und haben das mal einfach alles so festgelegt. Und dann war das so, dass der meine Papiere machte und meinte, ja, ich krieg hier keine Freigabe. Ich sage jetzt, mach mich nicht bekloppt, lass mich rüberfahren. Ja, der würde dann die Schranke nicht öffnen, weil der auch keine Freigabe hätte. Ich sage, pass mal auf, ich sage, der wird die Schranke schon öffnen, dass ich auf jeden Fall auf den Hof fahren kann. Ich sage, der wird mich nicht auf der Straße stehen lassen. Ja, ich sollte doch noch mal mein Telefon holen. Ja, dann habe ich mein Telefon geholt, dann hat er geguckt, dann habe ich da zwar auch eine SMS gekriegt, aber eben so quasi, ich soll noch warten. Ja, und dann hat er gesagt, okay, dann fahr. Ja, dann bin ich da rüber gefahren und dann ganz normal ging die Schranke hoch. Ich konnte auf den Hof fahren, ich bin da rückwärts in meine Position und so, alles wie gehabt. Und schaue zwischendurch auf das Firmen-Smartphone, aufs Display und sehe, da ist immer noch keine Freigabe. Der sagt immer noch nicht, fahr von der Leitstelle zu deiner Be- und Entladestelle. Um 20 nach 8, ja, um 20 nach 8, da muss man sich auf der Zunge zergehen. Also gut, man muss sagen, ich hatte eben am Montag Podero mit Zeitfenster 8:30 bis 9:30. Um 20 nach 8, um 8:20 Uhr, als ich vom Hof fuhr, mit allen Arbeiten fertig, Papiere gehabt, alles war paletti. Abschluss gab es nicht auf dem Display halt, nein, aber ich habe gedacht, okay, vielleicht ein bisschen später. So, ich fahre jetzt vom Hof, da macht es auf einmal Klong und das System sagt mir, fahr von der Leitstelle zu deiner Be- und Entladestelle. Ja, ich denke, was soll das? Ich war ja schon da, ich habe schon alles erledigt, weggedrückt. Nach 5 Minuten wieder Klong, ich guck drauf, wieder fahren Sie von der Leitstelle zur Entladestelle. Ich denke, verdammt nochmal, ey, was soll denn das hier? Ich habe doch schon alles abgeregelt, wieder weggemacht, wieder hingelegt. Da ging es wieder Klong, ich wieder geguckt, wieder fahren Sie von der Leitstelle zur Entladestelle. Ich glaube, das ging noch 2-3 Mal so, da hatte ich die Faxen dicke. Habe das Telefon genommen und habe es komplett ausgeschaltet. Habe gedacht, nee, komm. Und weil das einfach nur genervt hat. So, und dann in der Firma ankommend bin ich hoch und da sagt mein Disponent, hör mal, ich wollte dich erreichen, ich wollte dir sagen, du möchtest die Papiere mit hochbringen. Irgendwie klappt die Datenfernübertragung nicht. Ich sag, ja, hör mal, das tut mir leid. Ich sage, ich muss das Telefon abschalten und habe ihm dann erklärt, wo die Gründe sind. Ich sage, hör mal, wenn wir Bodero-Zettel haben, wo dieses Zeitfenster draufsteht, gibt es ein Problem mit dem System. Das System ist stur und dumm und dann kriege ich da keine Freigabe und so. Ja, okay, sagt er, alles klar, ich schreibe dem da bei der Firma. Und er hat sich sofort hingesetzt und geschrieben. Und er meinte, ja genau, und er hat dann eben da hingeschrieben
Und dann hat er mit denen da das abgequatscht und dann habe ich später eine SMS von der Firma bekommen, dass er mir neue Boderos geschrieben hat, jetzt wieder mit Zeitfenster 6:30 bis 7:30. Ach so, da gibt es noch eine Neuerung. Ich komme da an am Montag um, ja, 6:30 Uhr, Punktlandung. Ne? Wie, ihr wisst ja warum, wegen der Schranke und weil du nicht auf den Parkplatz fahren kannst und so. So, und dann ist da ein Pförtner, der kennt mich auch schon lange vom Sehen. Der gehört auch richtig dazu und so. Ne? Und er sagt so, guckt so auf die Uhr und sagt so zu mir, oh, bist aber spät, ne? Ich sag, nee. Ich sag, ich bin nicht spät. Ich sag, aber ich komme hier nicht mehr wesentlich eher. Ich mache hier Punktlandung. Ich sag, weil euer Schranke immer zu ist. Nee, das wäre jetzt ganz neu. Also jetzt ab Montag würde immer der private Werkschutz, also vom Dienstleister, der Dienstleister, die haben ja einmal Werkschutz eigenen halt, die haben so richtig blaue Uniform und so. Und dann haben sie ja nochmal Werkschutz vom Dienstleister, der auch Putzkolonnen stellt und so weiter. Die würden jetzt um 6 Uhr das Tor öffnen. Ich sag, ach wie, jetzt auf einmal, ja, nach Wochen, wo wir Fahrer sagen, so geht das nicht mit 6.28 Uhr Tor aufmachen, 6.30 Uhr Tor aufmachen oder ich sag, selbst 6.25 Uhr ist zu spät. Wir haben immer gesagt, 6.15 Uhr muss die Schranke hoch sein, sonst ist das Mist. Jetzt auf einmal geht das. Ja, warum? Weil sich jetzt nicht der Kerl beschwert hat, der ja der Auslöser ist für rot-weiße Pfosten, für Schranken und so und der da immer dieses Theater gemacht hat wegen LKWs vor 6 Uhr und so weiter. Nein, nein, jetzt haben sich andere beschwert über die Verkehrsgefährdung, die da stattfindet, wenn die LKWs ankommen und können nicht auf den Parkplatz fahren und stehen dann da vor der Schranke, vielleicht das Heck vom Aufleger noch so ein bisschen in eine Fahrbahn rein oder der nächste, der bleibt sogar auf der Straße stehen und so. Und da muss es wohl auch Beschwerden oder irgendwas, muss da einer den Lauten gemacht haben. Und deshalb jetzt die neue Entscheidung, ab Montag ist die Schranke um 6 Uhr hoch. Und ich bin dann auch gestern zeitiger runtergefahren und war 6.17 Uhr da oder was, so in dem Dreh, und Schranke war oben. Und ich hatte auch früher, ja, schon neue Papiere und da hat auch dann alles geklappt. Da konnte er, also da wurde ich dann entsprechend gebucht und so, und da hat dann alles funktioniert. Ah, es ist echt, ey. Es ist so, da werden immer wieder Sachen verzapft und niemals wird einer irgendwie von den Praktikern gefragt. Da wird kein Mann auf dem Hof gefragt, da wird kein LKW-Fahrer gefragt, nein. Da verkaspern die das so unter sich und dann kommt da so ein Mumpitz bei raus, sag ich mal. Ja, schon. Ist schon crazy. So, jetzt, weil es mir gerade einfällt und ich möchte das nicht vergessen, da muss ich zwei Sachen loswerden. Und zwar auf die Kommentare bezogen. Es ist Folgendes. Es gibt hin und wieder mal einen Kommentar, einen netten, positiven Kommentar, der gut gemeint ist, der aber eine bestimmte Sache anspricht. Ich sag mal als Beispiel, ich bin über ein Stoppschild gefahren oder ich bin über die rote Ampel gefahren oder so. Und wenn dann jemand sagt, hör mal, oder ich sag mal, ich bin wegen irgendeiner rechtlichen Sache im Irrtum, ja, dann, ja, was heißt, ich bin da gar nicht im Irrtum. Ich handle das so und bin mir darüber bewusst, aber dann denken eben irgendjemand von euch, Mensch, der weiß das nicht oder der ist sich darüber nicht im Klaren.
ich schreibe dem jetzt mal, ich weise ihn jetzt mal ganz nett darauf hin. Weil es gab nämlich jetzt in der letzten Zeit zweimal einen Kommentar, die waren gut gemeint, aber ich musste sie trotzdem löschen. Und zwar löschen aus einem ganz einfachen Grund. Und deswegen einfach mal eine Bitte an euch, die ihr Kommentare schreibt. Bedenkt das bitte dabei. Wenn ihr sowas... Was ist denn jetzt hier? Wenn ihr sowas schreibt, dann, man muss dann... Boah, das brauchen wir jetzt aber nicht hier. Läppt das hier nicht. Es geht einfach um Folgendes. Zu 90% ist mir das, worauf hingewiesen wird, bewusst. Und ich habe quasi meine Gründe, warum das trotzdem so läuft. So, wenn jetzt jemand von euch mich darauf hinweist, dann ist das von demjenigen oder derjenigen nett gemeint, bringt mir aber nichts, weil ich bin mir ja der Sache bewusst. Aber es könnte auch von jemandem gelesen werden, der mir nicht wohlgesonnen ist. Und für den wäre es natürlich ein gefundenes Fressen, dann genau in diese Kerbe reinzuschlagen, worauf mich jemand von euch wohlmeinend hingewiesen hat. Und das verständlicherweise will ich nicht. Und auch, da bin ich fest von überzeugt, derjenige, der den Kommentar geschrieben hat, nicht. Er will mich ja im Grunde warnen, damit ich keine Lampe bekomme. Aber würde eventuell, wenn es dumm läuft, genau das Gegenteil erzielen, erreichen. Es liest nämlich der Falsche und schon habe ich da irgendwas an der Backe. Deswegen meine Bitte, wenn ihr da seht, auf gut Deutsch gesagt, ich... Macht da irgend sowas, verliert da einfach kein Wort drüber. Das ist das Beste, was wir tun können, wirklich. Ich brauche dann, es hat auch schon Fälle in der Vergangenheit gegeben, da habe ich dann die Person angeschrieben und kurz erklärt, dass ich da die Gefahr sehe, dass da schlafende Hunde geweckt werden. Und mit der Bitte, derjenige möge doch bitte, oder die Person möge doch bitte den Kommentar selber löschen. Und das ist dann auch geschehen. Also das ist so, dass diejenigen von euch, die ich so angeschrieben habe, haben das dann auch getan. Aber besser ist es natürlich noch, wenn so ein Kommentar überhaupt nicht erst auftaucht. Denn bis ich den gesehen und gelesen habe, steht der ja schon eine ganze Weile da. Und das kann dann, und mein Löschen oder was könnte dann schon zu spät sein. Das ist das eine, was ich loswerden wollte. Und dann will ich noch was loswerden. Ich habe mich natürlich... wieder gefreut über die Resonanz auf die privaten Videos. Ja, das war natürlich gestern wieder ein bisschen viel Material halt. Einmal das kleine Hundevideo und dann halt nochmal das Motorradvideo, was ja über eine Stunde geht. Und da habe ich mich halt gefreut und auch über die Geburtstagsglückwünsche für unsere Dolly halt.
Absolut einwandfrei. Aber ich muss da eine Bemerkung zu machen. Da ist etwas ein bisschen, vielleicht ein bisschen falsch verstanden worden. Und zwar habe ich gesagt, dass ich jetzt so eine Hundeserie machen will. Das ist, ja, da habe ich mich vielleicht nicht ganz glücklich ausgedrückt, beziehungsweise es ist auch ein bisschen falsch verstanden worden. Es ist folgendes, vor 3 Jahren, 2019, habe ich ja angefangen mit der Filmerei. Und der Grund war ja, also der Grund für den Kauf einer Kamera war ja, Erinnerungen zu haben an unseren Barry, der 2019 gestorben ist. Also quasi Hund Nummer 5, den wir also 2019 noch hatten. Und kleine Gang hier. Und ich hab dann, das war ja der Grund für den Kauf der Kamera, und danach kam ja der Gedanke, Mensch, ich könnte auch was auf dem LKW machen und so weiter und so fort. So. Und als ich die Kamera mir zugelegt habe, da war, ich glaube, da war noch alles bei 100% bei unserem Barry. Ich weiß halt gar nicht mehr so genau. Ich müsste da selber in die Videos reingehen. Aber es war ja dann so, ich habe im Juni angefangen. Und ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall noch vor seinem 16. Geburtstag, der im Oktober gewesen wäre, musste ja unser Barry gehen halt, weil es einfach nicht mehr hingehauen hat so. Und ein Ferrari, aber so ein etwas untypischer Ferrari, hätte ich jetzt fast gesagt. Naja, auf jeden Fall habe ich ja da dann immer wieder Videos gemacht, die, ja, ich glaube, damals hießen die nur alter Hund. Jetzt unterscheide ich ja immer, sagen wir mal, 3 Kategorien grob. LKW, privat und do it yourself, wenn etwas stark in die handwerkliche Richtung geht. Aber eigentlich gibt es so, die beiden Hauptkategorien sind eben LKW und privat. Und damals habe ich das eben alter Hund genannt, und immer wenn der Titel alter Hund im Video war, dann gab es wieder etwas zu berichten von unserem Barry. Eine Veränderung. Und leider natürlich, ja, nicht zum Guten, sondern es hat sich ja dann, kann man jetzt grob sagen, von Monat zu Monat verschlechtert, sein Zustand. Und ich habe das halt so ein bisschen dokumentiert, wie das so läuft und was wir so gemacht haben, weil der konnte ja dann irgendwann die Hinterläufe nicht mehr richtig so nach vorne setzen und hat sich dann, weil er immer über den Boden geschliffen ist, die im Grunde die Zehen und die Nägel abgeschliffen, also es ging schon an die Haut. Und dann haben wir ihm ja so Schutzschuhe besorgt. Damit hat er aber die Füße dann, weil die eben schon die mussten ja aus ein bisschen dickerem Gummi sein. Das heißt, die haben so ein bisschen Gewicht gehabt. Da ging's dann, ja, da waren dann zwar die Pfoten geschützt, aber die Beinbewegung ging dadurch natürlich nicht besser. Und wir haben dann ja auch schon Zugeständnisse gemacht, sind nur noch kurze Runden gelaufen und so weiter und so fort. So. Und es werden jetzt in der Zukunft natürlich immer mal wieder, so wie auch schon in der Vergangenheit, Videos kommen, von uns, von den Hunden, von der ganzen Hundetruppe. Und da wird auch die Dolly dabei sein. Aber das hat gestern meine Frau so gemeint, also einmal im Monat, also häufiger momentan auf keinen Fall, weil bei ihr im Moment bis aufs schlechte Sehen und Hören, also bis auf normale Alterserscheinungen, ja noch alles super läuft bei ihr, wird also maximal einmal im Monat so ein
ja ein Video kommen, wo es so ein bisschen gezielt um die Dolly geht, wo ich also sage, ja, das, ich sag mal als Beispiel, ihr Fressen hat sich noch mal verschlechtert oder jetzt kann sie doch nicht mehr so weit laufen, ja, so in der Richtung. Und deswegen, als dann jemand sagte, ja, ich freue mich schon auf die Hundeserie, habe ich gedacht, naja, es ist, ja, nicht so gerade, es sind nicht unbedingt die Videos zum Freuen oder die witzigsten, lustigsten Videos oder was, sondern es sind nüchterne, ja, nüchtern vielleicht auch nicht. Es wird einfach immer so ein kleiner Statusbericht sein. Ja. Ich habe ja schon in dem Video, was ich am Montag gedreht habe, aber gestern hochgeladen habe, erzählt, wir haben ja schon ein bisschen Probleme gehabt mit ihr im letzten Jahr, dass sie irgendwie verstärkt immer getrunken hat, dass ich schon dachte, sie hätte eventuell ein Problem mit der Bauchspeicheldrüse, also sie wäre zuckerkrank oder so. Und wir haben dann ja einen Bluttest machen lassen und so weiter. Und da hat sich ja herausgestellt, dass der Nierenwert und ich glaube der Wert von der Bauchspeicheldrüse, die waren nicht so toll. Und dann hat ja unser Tierarzt gesagt, er kann nur sagen, es ist nicht so toll, aber er sagt, da ist auch ein Prozess im Gange, eben altersbedingt, so ein, ja, ich will nicht von Zersetzung sprechen, eben von schwächer werden, ja, die Organe werden schwächer halt, aber er könnte eben jetzt überhaupt nicht sagen, an welchem Punkt wir sind, ja. Er sagt, es kann jetzt in ein paar Wochen könnte es kritisch werden, es kann aber auch erst in ein paar Monaten sein. Ich meine, ich habe das schon verstanden. Wenn er das hätte präziser beurteilen wollen, dann hätte er ja, sagen wir mal, mindestens ja, Röntgen oder MRT oder wer weiß was machen müssen, um sie, also der damit ein Arzt da eine präzisere Aussage machen kann, müsste er ja das Organ sehen, in welchem Zustand es ist. Und ja, ich habe ihm dann aber gesagt, unser Problem ist halt das vermehrte Trinken und entsprechend eben vermehrte Pinkeln und so, wo sie dann auch ein Problem hat, weil sie dann eben so schlecht zur Ruhe kommt und so weiter. Ja, und dann meinte er, das könnten wir aber in den Griff kriegen durch ein sogenanntes Nierenfutter. Das ist so ein bisschen spezielleres Diätfutter, also es ist irgendwie im bestimmten Punkten reduziert, ist eben irgendwie so ein Leitfutter halt und da hat auch ja jemand von euch mir eine Empfehlung gegeben und am Ende ist es ja so, sie frisst ja nur eine Sorte Hills Nassfutter wirklich noch mit einigermaßen Begeisterung. Ansonsten ist sie sehr schwierig geworden, was das Fressen betrifft. Nein, wir hatten vorher erstmal vor Ort so ein Nierenfutter geholt. Da wollte sie überhaupt nicht dran gehen. Und wir müssen aber halt darauf achten, dass sie jetzt nicht extrem Gewicht verliert. Also Dolly lag, sagen wir mal, in der absoluten Spitzenzeit, ich weiß nicht, ob die jemals 6,5 Kilo hatte, aber so in dem, vielleicht auch nur 6. Auf jeden Fall haben wir gesagt, für uns gilt jetzt 5 Kilo als Schallgrenze. Also wenn sie die erreicht, abnehmtechnisch, dann müssen wir uns was einfallen lassen. Aber sie bewegt sich momentan so bei 5,5 und hält das Level auch ganz gut. Was funktioniert ist, die Brocken, die ich draußen per Hand fütter, so als Belohnung fürs Nichtstun, ja. Das ist nämlich so auch Diätzeug. Und wenn du sie ihr im Napf gibst, geht sie da nicht dran. Aber draußen, vielleicht auch im Zusammenhang mit den anderen und so, draußen als Belohnung nimmt sie die.
Also das heißt, wir machen dann so ein bisschen Handfütterung draußen. Da gibt es immer mal wieder so einen Brocken aus der Hand. Das heißt, bei ihr gebe ich dann immer zwei. Und dann gibt es halt morgens und abends noch mal so ein Gemisch mit dem, mit dieser einen Sorte, die sie halt mag. Ich meine, meine Frau hat dann so gesagt, ja, hier kostet halt, naja, klar, das ist natürlich ein bisschen teurer, dieses Futter und so. Aber die Sache ist ja ganz einfach die, wenn wir das Problem nicht hätten mit einer Futterumstellung lösen können, denn ich sage euch, das hat funktioniert, sie trinkt viel weniger, sie muss viel weniger pinkeln und ist dadurch natürlich auch weniger gestresst. Wenn das nicht funktioniert hätte mit einem Futter, dann hätte man ja wahrscheinlich ein Medikament geben müssen dauerhaft. Denn das hat der Tierarzt klipp und klar erklärt. Heilen gibt es da nicht mehr. Ne? Also durch die Umstellung auf das andere Futter verzögern wir den Prozess oder zögern den Prozess nach hinten raus. Wie gesagt, Heilung gibt es nicht mehr. Ich meine, der Hund ist 16. Ich finde, 16 für einen Hund ist ein stolzes Alter. Auch für einen kleinen Hund, weil da sehe ich immer so 15 als Richtwert. Große Hunde, was weiß ich. Wenn ich so überlege, ich habe ja auch schon Rottweiler gehabt, das ist phänomenal gewesen. Also wenn man in die Bücher guckt, da wird die Lebenserwartung von so einem Rottweiler so mit 10, 11 Jahren angegeben. Unser damals ist 13 geworden. Andererseits von den Staffordshire Bull Terriern, da wird immer so mit bis zu 15 Jahren gesprochen. Und beide Hündinnen, die ich da hatte, die eine musste mit 10,5 gehen wegen Knochenkrebs und die andere halt mit, oder war die 11,5 und 12,5, ich weiß gar nicht mehr genau. Und die andere, wie gesagt, ist ein Jahr älter geworden und dann ging es auch nicht mehr. Unser Barry mit fast 16 und das als in Anführungsstrichen deutlich größerer Hund mit 20 Kilogramm hat eigentlich mit 16, also mit fast 16 ein sehr, sehr gutes Alter erreicht. Und ja, wir haben schon gesagt, wir müssen immer auf alles gefasst sein. Im Moment sieht es natürlich so aus, als wenn das läuft. Und natürlich die Dolly auch mit in den Urlaub geht und so. Und laufen ist ja noch gut. Ne? Ich meine, wenn sie jetzt auf der Couch liegt und schläft so richtig tief und fest, dann dauert es, bis sie wach ist, bis sie realisiert, was Sache ist. Und sie ist auch ein bisschen steif halt, ne? Bis alles so ein bisschen in Bewegung ist. Okay, was soll ich dazu sagen? Also ich spüre auch meine Knochen jeden Morgen, wenn ich aufstehe. Es ist halt, nein, so ein altersbedingtes Symptom. Wenn die Kiste dann aber einmal läuft, dann läuft sie. Und so ist das auch bei ihr. Und wie gesagt, das sind ja keine Erzählereien, wenn ich da eben sage, ja, jetzt haben wir hier 5 Kilometer abgerissen, dann haben wir die auch abgerissen. Also wir sind da nicht die, die da Schmur erzählen. Wenn wir nur noch 500 Meter mit dem Hund gehen könnten, dann würde ich das auch so entsprechend sagen. Ne? Würde sagen, ja, da geht jetzt nicht mehr so viel oder vielleicht müssen wir auch dann getrennt gehen, dass einer mit den noch fitten eine größere Runde geht und mit der alten Dolly wird dann nur eine kurze Runde gelaufen. Also ich kann nur sagen, bei unserem Barry war es so, der hat zwar schlechter gehört, aber nicht so schlecht wie unsere Dolly. Und auch das Sehen war bei ihm noch deutlich besser. Dafür hat er ja Probleme mit dem Laufen gekriegt, mit dem Bewegungsapparat. Ja, bei dem war das aber so, der hat mitbekommen, wenn die anderen randaliert haben, weil es jetzt vor die Tür geht. Und dann war der am Start, ja. Da konnte es dem im Grunde
gar nicht mehr so gut gehen. Er war am Start. Ach, gerade, ich rede und rede, aber wir haben kein Überholverbot. Wir haben kein Überholverbot, obwohl, guckt euch doch da mal an, wie viel jetzt, also es ist jetzt nicht extrem viel, aber es ist doch was los. Und ja, aber wir haben kein Überholverbot. Aber wie schrieb jemand von euch so schön, manchmal nicht nachvollziehbar. Ne? Genau so ist das, manchmal nicht nachvollziehbar. Ja, und wie gesagt, deswegen, es wird interessant natürlich, wie das so läuft mit unserer Dolly jetzt über die Wochen, Monate, Jahre. Also wir wissen das nicht bei meiner Schwester, die hat sich immer um den, also die haben einen Vermieter und mit denen sind sie auch befreundet. Und das sind Leute, die haben so eine Fabrik und die sind ab und zu mal unterwegs und so. Und da hat sie dann immer den Hund von denen betreut. Sie hat auch schon mal noch für andere Leute Hunde betreut. Also, und jetzt hat meine Schwester ja den eigenen Hund, den man ja in dem Video da sehen konnte. In dem Weinberg-Video, genau. Und der Hund, den sie betreut hat, der ist ja 18 Jahre alt geworden. Und was ja ein Wahnsinnsalter ist. Obwohl von meinem Arbeitskollegen, entschuldigt, wenn ich das so sage, aber mein Lieblingspole, also mein polnischer Arbeitskollege, mit dem ich mich super verstehe, der hat ja auch nun, das heißt, der hat jetzt aktuell wieder Hunde, zwei Schäferhunde, riesige Biester. Und der hatte davor so einen Schäfer und Mischling und der ist echt 20 Jahre alt geworden, aber muss man sagen, der ist am Ende konnte der gar nicht mehr alleine vor die Tür gehen. Der wurde schon quasi mit so einem Art Tragegurt oder so unterstützt, damit er überhaupt noch irgendwie in den Hof kam, um sich zu lösen. Und da weiß ich nicht. Also da muss man schon schauen. Ich meine, ich hätte jetzt kein Problem, einen Hund im Alter auf seine letzten Tage auch mal so ein bisschen in dieser Richtung zu unterstützen. Und es wäre für mich auch okay, wenn der jetzt, sagen wir mal, nicht mehr großartig läuft. Aber ich müsste registrieren, er ist gelähmt, aber schmerzfrei. Und das war unser Barry nicht. Bei unserem Barry ging zum Schluss die Lebensqualität schwer flöten. Wenn der Hund von 24 Stunden, 20 Stunden am Hecheln ist, das ist ein deutliches Zeichen für Schmerzen, dann ist das nicht mehr okay. Selbst wenn er noch auf Futter reagiert, auf Ansprache und so weiter. Ich kann auch nur sagen, der ist ja, das ist ja auch in den Videos zu sehen, er ist ja in einem Video, glaube ich, sogar mehr als einmal gestürzt. Und ich hatte zufällig die Kamera laufen und der lag dann da auf der Seite und war total fertig und hat mich angeschaut, als wenn er sagen wollte, Alter, lass mich liegen. Und das haben wir uns ja einige Tage angeschaut, aber es war einfach schlimm mit anzusehen. Und da muss man dann die Stärke haben und diesen endgültigen Schritt halt gehen. Deswegen, ich habe ja da eben bei dieser ersten Serie Alter Hund, also wenn man jetzt Alter Hund bei mir auf dem Kanal in die Suchfunktion eingibt, kriegt man alle Videos, die mit dieser Geschichte und dem Barry da zu tun haben, ausgeworfen. Und wenn man jetzt da reingehen würde, dann könnte man genau nachvollziehen, was da so abgelaufen ist.
Und ja, und deswegen gibt es jetzt die Idee. Entschuldigt, da gerade war mir kurzfristig ein Fall sagen wollte. Und zwar, es gibt, also das ist ja das Video, was bei mir am allermeisten angeklickt worden ist. Ich glaube, das hat jetzt mittlerweile über 70.000 Klicks und hat auch recht viele Kommentare. Und allerdings sind da manchmal Kommentare dabei, die ich dann lösche, weil die einfach sowas von unqualifiziert sind. Die kann ich dann so nicht stehen lassen. Es kommt nämlich immer wieder vor, dass Leute nur ganz kurz da reinklicken, den begleitenden Text, also die Videobeschreibung nicht lesen, wo ich eigentlich ganz im Gegensatz zu sonst mal recht ausführlich geworden bin, um zu erklären, warum habe ich solche Videos gemacht und was läuft da eigentlich. Und es ist also so, dass manche einfach nur draufgehen kurz und dann schon wieder raus und dann einen Kommentar raushauen, den ich einfach nicht akzeptieren kann. Wenn Leute mir schreiben, der Hund hätte Durst, da wäre überhaupt gar kein Schatten, wo wir wären und wie man das nur machen könnte. Der Hund, der gehört sofort zum Tierarzt und was ich denn für einer bin und so. Und da denke ich immer, meine Fresse, guckt euch das Video doch mal richtig von Anfang bis Ende an. Hört mal zu, was wir sprechen. Lest euch den Text durch und schaut auch noch das nächste Video, ja? Und achtet mal auf die Zeitangaben. Und wenn man das alles macht, dann schreibt man solche Kommentare nicht mehr. Weil dann wird einem bewusst, da ist ein Hund am Ende seines Lebens. Der hat ist fast 16 geworden, hat ein für seine Größe und so weiter ein langes Leben gehabt. Er hatte ein erfülltes Leben mit in die Berge fahren, ans Meer fahren, mit im Rudel leben, mit Welpen. Da muss man dazu sagen, er ist quasi bei uns geboren, also seine Mutter hat schon bei uns gelebt, ja. Und er ist bei uns geboren und er ist bei uns gestorben. Und wir haben dieses Video gemacht und ich kann da sogar die Zeit noch sagen, weil ich es noch ganz genau weiß, auch 3 Jahre später. Der Termin mit dem Tierarzt war 14.15 Uhr bei uns zu Hause. Und er hatte mich noch darum gebeten, pünktlich zu sein, weil er auf meine Bitte hin hat er uns terminlich reingequetscht. Allerdings, weil er auch selber es machen wollte. Also es war so, wir hatten ihn, ich glaube, einen Tag vorher haben wir erst mit ihm telefoniert. Und da hat er noch gemeint, er hätte noch eine Idee, also medikamentös bezogen auf den Hund. Und dabei waren meine Frau und ich uns schon recht klar darüber, dass da nichts mehr geht, dass es da auch nichts mehr gibt, ja. Und waren uns eigentlich auch schon einig, dass es irgendwie passieren muss. Und dann haben wir gesagt, ja, wir kommen vorbei. Und dann sind wir rein in die Praxis und dann war mit dem Hund halt. Und dann kommt er so von hinten und sieht den Hund. Ja, und hat im Grunde sofort gesagt, nee, er hat jetzt doch gar, also das wäre jetzt hinfällig mit seiner Idee, weil er hat gesehen, in welchem Zustand sich der Hund befindet. Und da haben wir gesagt, ja, wir sehen auch, es ist durch, so hart das ist und so schwer das ist, weil, wir haben beide sehr an dem gehangen, denn es war der
Ja, es war der erste gemeinsame Hund. Genau, die beiden Hündinnen hatte ich ja mitgebracht in die Beziehung. Und es war der erste gemeinsame Hund von meiner Frau und mir. Ja, schiebt euch ruhig mal alle hier rein, hier, ihr Nasenbären. Ah, ja, klar, ey, jetzt, du spinnst jetzt hier auch noch rum. Mann. Nein, und wie gesagt, und wenn da so ganz blöde, unqualifizierte Kommentare kommen, die werden von mir gelöscht, Feierabend. Aber ich habe auch sehr gute Kommentare. Also erst letztens wieder jemand sagte, ja, sie stünde quasi an dem gleichen Punkt und sie hätte das Video richtig toll und hilfreich gefunden. Sie hätte nämlich YouTube oder das Internet durchforstet und man könnte hunderte von Videos mit Junghund und Welpen und allem anschauen, aber es gäbe im Grunde so gut wie kein Video zum alten Hund oder zu den letzten Tagen oder zur letzten Entscheidung und so weiter und so fort. Da wären wir im Grunde die Einzigen, die mal sowas gemacht hätten. Und ich habe ja damals meine Gründe gehabt. Ich habe das ja gemacht, weil ich einen Artikel gelesen habe, der mich echt schockiert hat. Und zwar, dass es einen sehr, sehr hohen Prozentsatz von Tierbesitzern, ich will jetzt nicht rein von Hundebesitzern sprechen, weil es trifft ja auch auf Katzen zu und so, es gibt einen hohen Prozentsatz von Tierbesitzern, die, wenn es soweit ist oder wenn dieser Punkt erreicht ist, die halt dann mit ihrem Tier zum Tierarzt gehen, es dem Tierarzt übergeben und quasi sagen, mach mal sich umdrehen und gehen. Also ihr Tier in der schwersten Stunde alleine lassen. Und da habe ich so gedacht, was ist das für eine Sauerei? Ja, wie kann man nur so drauf sein? Natürlich ist das hart. Das ist hart. Da steht einem das Wasser in den Augen oder fließt auch raus, weil man es nicht mehr halten kann. Und man ist vielleicht auch fertig. Na, aber da muss man durch. Ja, weiß ich nicht, das schuldet man eigentlich einem Hund, der einen 16 Jahre lang begleitet hat. Ja, man schuldet dem das. Man schuldet ihm den Beistand in diesen letzten Minuten und Sekunden. Was macht sie denn jetzt da? Ach, die haben sich da an der Leitplanke die Zeit vertrieben. Och nee, ey, jetzt kriege ich, nein, was ist denn heute los? 15 Minuten Verzug kriege ich jetzt rein. Ich fass das nicht, ey. Ich kann es umgehen. Ich weiß auch schon wie, ich Alsfeld Ost bestimmt raus, ey. Aber das kriegt ihr ja Freitag, Alsfeld Ost, pass mal auf. Ja, Alsfeld Ost raus, alles klar. Ey, heute ist aber der Wurm drin, ey. Trotzdem noch mal ein paar Minuten später, ey. Echt, ich bin erst 1:30 zu Hause heute. Ich glaube, ich muss gleich meine Frau noch mal anrufen, sie informieren. Weil ich hatte ihr gesagt, naja, trotz allem werde ich wohl relativ sicher 13 Uhr drin sein. Ja, von wegen. Ist auch ein bisschen blöde, bezogen aufs Video, aber naja, ihr wisst ja. Kann schon mal spät werden mit dem Video, aber es kommt. Ja, also heute plagt mich keine Müdigkeit, das sage ich euch. So, Schieferborn. Scheibe, der hat da die Bremsscheiben. Boah, der gerade auf der linken Seite stand so ein Auflieger in dieser Nothaltebucht, ey. Und die haben da alles zerlegt. Ich habe Bremsscheibe gesehen und so weiter. Die machen da die Komplettreparatur am Straßenrand, ey. Da ist schon, das ist schon krass. Ja,
Wie immer hoffe ich natürlich, es war unterhaltsam. Auf jeden Fall, glaube ich, aufgrund fehlender Müdigkeit war es unterhaltsamer als am Montag. Und ich wünsche euch wie immer noch eine gute zweite Wochenhälfte und sage wie immer, bleibt gesund und macht schön gut.